Behindert, Alter, der hat mich fast angefahren. Freunde, was geht ab? Willkommen zum neuen Video. Ich bin der Mangu und ich begrüße euch zu sonnigem Wetter auf meinem Bike, eine KTM SMCR 96. Ja, und ich habe heute ein relativ brandaktuelles Thema, was mich selbst natürlich auch betrifft, was ich mit euch so ein bisschen ausdiskutieren möchte, ein bisschen besprechen möchte. Ihr dürft also gerne daran teilnehmen in den Kommentaren. Das Thema ist, wie ihr bereits gelesen habt, wahrscheinlich im Titel, die Soforthilfe bei der Corona-Pandemie für Selbstständige und Unternehmer. Und ich habe folgendes Problem mit dieser Soforthilfe. Ich habe sie bewilligt bekommen, ich habe sie am ersten Tag beantragt und bewilligt bekommen, weil ich schon vor der ganzen Soforthilfegeschichte im Prinzip schon sehr stark von dieser Corona-Sache betroffen war oder bin. Für die es nicht wissen, ich bin Videograf, Fotograf und ja, arbeite auf Hochzeiten, auf Großveranstaltungen, auf Veranstaltungen allgemein und teilweise auch für Influencer und so weiter. So, jetzt haben die ganzen Ausgangsbeschränkungen und alles mir eine einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich meine ganzen Aufträge verloren habe im Prinzip. Ich darf jetzt eigentlich nicht mehr so viel machen oder kann nicht mehr so viel machen, arbeitstechnisch, weil die ganzen Veranstaltungen abgesagt worden sind und eben dieser Ausgangsbeschränkung bzw. auch diese Eingrenzung der Personenanzahl einfach das nicht zulässt. Von daher bin ich im Prinzip gearscht, kann man so sagen. So, jetzt kam aber diese Soforthilfe, was natürlich erstmal in erster Linie sehr, sehr geil ist. Lob an die Regierung natürlich, dass das so super schnell ging und so, also wirklich unfassbar krass, hätte ich nicht gedacht. Und ich habe sie beantragt am ersten Tag, am nächsten Tag direkt die Bewilligung bekommen, in der folgenden Woche die Auszahlung. So, ich habe 9000 Euro auf mein Konto bekommen, die mir also helfen sollen, durch diese Krise zu kommen. Folgendes Problem: ich habe heute herausgefunden, dass ich mit dieser Soforthilfe eigentlich gar nichts anfangen kann. Also ich war schon von Anfang an sehr vorsichtig damit. Ich habe diese 9000 Euro einfach auf dem Konto geparkt und erstmal nichts mitgemacht und lebe aktuell von meinen Ersparnissen, weil ich schon sowas befürchtet habe. Es gibt nirgends geschenktes Geld, Leute, merkt euch das. Und jetzt folgende Sache. Ich habe ein Video entdeckt, das werde ich auch verlinken bei mir in der Beschreibung. Ganz wichtige Lektüre. Ich versuche den Inhalt so ein bisschen zu rekapitulieren in meinem Video, aber ich werde natürlich alle Details nicht aufsagen können. Und ob das jetzt auch alles vollkommen richtig ist und ihr wisst schon, ne, das liegt alles nur darin, ob ich es verstanden habe oder nicht. Und so wie ich es verstanden habe, werde ich es auch wiedergeben. Und zwar ist das Ganze nämlich so, ich habe diese 9000 Euro bekommen und kann sie nicht nutzen. Warum? Weil ich einfach kaum Betriebskosten habe. Das ist einfach Fakt. Ich habe nicht so viele Betriebskosten. Ich habe kein Leasing-Auto. Ich habe keinen großen Bürokomplex oder ein Ladenlokal, den ich miete. Sowas habe ich einfach nicht, weil ich bin Videograf. Ich habe mein Auto, ich habe mein Equipment. Und ich habe mein Homeoffice, mein Büro. So, mehr eigentlich nicht. Natürlich habe ich Handykosten, Internet, Gas, Heizkosten und Strom, also vor allem Strom. Aber sonst ist es ja eigentlich nicht viel. Das heißt, es ist ja überschaubar. Und in den Klauseln von der Soforthilfe steht drin, dass man die Privatkosten damit nicht bezahlen darf. Heißt, mir hilft die Soforthilfe nicht. Ich verliere meine Umsätze, ich verliere meine Aufträge, ich bekomme diese Soforthilfe, ich darf sie nicht anwenden. Ich bekomme aber mit dieser Soforthilfe jetzt ein zusätzliches Problem sogar, worum ich mich kümmern muss. Erstens natürlich muss ich mich um den Antrag kümmern. Das ist ja sowieso schon. Ja, das ist ja auch schon Arbeit und so, aber okay. Man will Geld haben, man muss dafür auch was tun. Klar, kein Problem. Wow, hier sind aber echt viele Leute. Für Eis, krass. Heftig. Naja, dann, dieses Geld wird für 3 ganze Monate bewilligt. Also ich kann dieses Geld bekommen für die nächsten 3 Monate. Also geht das quasi bis Juni oder was. Und was passiert danach? Das ist natürlich schon geregelt. Und zwar passiert Folgendes. Ihr müsst das Geld wieder zurückbezahlen. Das, was ihr nicht gebraucht habt. Heißt,
ich, der ja kaum Betriebskosten hat, aber natürlich Privatkosten, meine Miete, alle anderen Kosten, Versicherung etc., ich muss diese vollen 9.000 Euro also wieder zurückzahlen, was ja auch kein Problem ist. Ich bin da auch nicht böse oder so, weil ich finde es nicht selbstverständlich, Geld geschenkt zu bekommen. Auf keinen Fall. Von daher kann das auch gerne wieder zurück, kein Problem. Nur möchte ich, dass auf jeden Fall mein Lebensunterhalt gesichert wird durch irgendeine Art von Hilfe, weil es ist ja nicht meine Schuld, dass ich jetzt nicht arbeiten kann. Ich will ja arbeiten, ich hatte Jobs, ich hatte Aufträge, mein Auftragsbuch war voll und ja, jetzt sitze ich hier und erzähle euch so ein bisschen was über mein Leben. Nee, aber ich meine, das ist ja, ich kann nichts dafür, dass meine Jobs weg sind und trotzdem kommt keine Hilfe. Ja, und das wird aber so beworben, dass Soforthilfe da ist und dass alles super funktioniert. Nein, in diesem Bundesland, in NRW, ist das ungeklärt. In anderen Bundesländern, ich weiß jetzt nicht welches, das wird im Video genannt, da kann man diese Soforthilfe so nutzen, dass man, glaube ich, einen gewissen Betrag, ich habe jetzt 1.500 Euro im Kopf, von dieser Soforthilfe abziehen kann und für diese, also für Privatkosten damit aufkommen kann. So, das ist ja echt geil. Weil damit hätte ich nämlich meinen Lebensunterhalt drunter. Das wäre kein Problem, das wäre super. Ist in NRW nicht geregelt, bedeutet, fasst diese 9.000 Euro nicht an. Weil das kann ganz schnell ganz gefährlich werden. Wenn ihr nämlich jetzt diese 9.000 Euro nutzt, dann kann es sein, dass sie es ja zurückhaben wollen. Und wenn die es zurückhaben wollen und ihr es nicht zurückbezahlen könnt, dann habt ihr theoretisch Betrug begangen, weil ihr habt nämlich diesen Zuschuss benutzt für irgendwas, was nicht dafür gedacht war. Weil der Zuschuss ist dafür gedacht, dass ihr diese Corona-Sachen kompensiert. Mit den natürlich geltenden Voraussetzungen bzw. Klauseln, die halt eben da drinnen stehen, in diesem Soforthilfe-Ding. Heißt, ihr habt es falsch gemacht. Und das kann, denke ich, zumindest mal bestraft werden in der aktuellen Lage. Und zwar ist das nämlich halt eben ungeklärt. Ganz schön windig heute. Ich habe Angst, dass der Sound hier ein bisschen am Abkacken ist. Deswegen fahre ich gleich mal irgendwo hin, wo es nicht so windig ist. So, dann auch noch, nach den 3 Monaten muss das Geld wieder zurück. Heißt, vergesst echt nicht, dass das Geld nur für Corona-Schäden ist und auch erstmal nicht für Privatkosten. Wie gesagt, für die Details schaut euch das Video an, was ich in meiner Beschreibung verlinke. Ganz wichtig. Behindert, Alter, der hat mich fast angefahren. Krass. Was für ein Alter, heftig. Boah. Die Leute müssen mal mehr auf die Straße gucken, ey. So, genau, also. Die Corona-Soforthilfe. Guckt euch das Video an. Es geht ein bisschen lang. Ich schreibe neben der Verlinkung die Zeit an, die am wichtigsten ist. Und auch die im Video sagen, es ist unklar. Das Video ist von einer Anwaltskanzlei, glaube ich, und von der Wirtschaftsförderung oder so aus Coesfeld, also hier aus NRW. Und die sagen eben, Leute, passt auf, was ihr mit dem Geld macht. Benutzt es nicht für Privatkosten und auch nicht für Betriebsinvestitionen. Weil ihr könnt jetzt das Geld nicht einfach nehmen und dann euch zum Beispiel in meinem Fall jetzt eine neue Kamera oder so kaufen von dem Geld. Weil ob ihr jetzt eine Kamera jetzt kauft in der Corona-Pandemie oder auch ohne, also auch ohne Corona, ob ihr die Kamera mit oder ohne Corona-Pandemie kauft, macht ja gar keinen Unterschied, weil ihr hättet die wahrscheinlich auch ohne gekauft, deswegen ist die Corona-Pandemie nicht daran schuld, dass ihr euch die Kamera nicht kaufen könnt. In erster Linie, erstmal so gesehen. Sprich, das Geld dürft ihr dafür auch nicht nutzen, nach meinem Verständnis. Deswegen, Leute, parkt euch das Geld und dann schauen wir weiter, bis das quasi geklärt ist. Weil bevor das noch nicht geklärt ist, würde ich auch nicht dieses Geld nehmen. Ist einfach Fact. Gefährliche Sache auf jeden Fall. Das Ganze kann nämlich dazu führen, dass ihr im Prinzip
des Betruges angeklagt werdet, weil ihr ja Zuschussgeld, also Geld, was für einen Zuschuss gedacht ist, nutzt, um euch selbst weiterzubringen für die Corona-Krise. Und für die Leute, die vielleicht auch jetzt denken, ey, ich bin klug, ich mach's trotzdem, weil vielleicht werde ich ja eh nicht geprüft. Das kann ja sein. Wenn ihr es denkt, ja, es wird eh nicht geprüft, weil dieser Antrag war so random, man musste nur ein paar Sachen ausfüllen und eigentlich seine Kontodaten und schon hat man das Geld bekommen. Das war wirklich super, super einfach. Und wenn ihr jetzt denkt, ja, das wird eh nicht geprüft, ich denke nicht, dass das der Fall sein wird, weil das Geld, dieser Zuschuss, ist einkommensteuerpflichtig. Heißt, ihr müsst es auf jeden Fall in eurer Steuererklärung angeben. Das heißt, jedes Finanzamt wird sehen, dass ihr dieses Geld bekommen habt. Und da stellt sich den Leuten ja schon die Frage, was habt ihr mit dem Geld gemacht? Und wenn die jetzt herausfinden, dass ihr mit dem Geld Bullshit getrieben habt, beziehungsweise etwas, was nicht dafür gedacht war, jo, dann viel Glück. Und ich stehe da lieber auf der sicheren Seite, ich will keinen Ärger. Und ich will hier auch niemanden abziehen, von daher, ich parke das Geld und dann, wenn diese Klausel kommen sollte, dass man sein Gehalt im Prinzip damit bezahlen kann, dann wäre das natürlich optimal, weil mit meinem Gehalt bezahle ich eben meine Miete und so weiter, das wäre super. Wenn diese Klausel nicht kommt, ja dann kann ich natürlich nichts mit dem Geld anfangen und muss es im Prinzip wieder zurückgeben. Von daher bin ich da sehr, sehr, sehr vorsichtig. So. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video so ein bisschen helfen. An alle die, die so ein bisschen in meiner Lage sind, die das vielleicht mit durchleben und auch da diesen Hilfeanspruch haben. Haltet durch. Wir kriegen das schon hin und passt auf euch auf. Weil ich denke, das kann ganz schön böse enden, wenn man da einiges falsch macht und mit dem Finanzamt würde ich mich sowieso nicht verspielen wollen, weil ich denke, da kann es schon wirklich sehr, sehr schlimm werden und ich meine als Selbstständiger, das Ziel ist ja, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen und nicht zu verkacken, ne? Von daher viel Glück euch und passt auf euch auf, bleibt gesund und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei mir auf dem Channel. Falls ihr natürlich jetzt in der Zukunft das Video seht und schon wisst, was in NRW abgeht und ich es vielleicht nicht direkt mitbekomme, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob diese Soforthilfe denn auch jetzt quasi für Privatkosten, zum Beispiel übers Gehalt bezahlen, zu bezahlen sind. Das wäre nämlich optimal, weil das würde mir mein Leben auf jeden Fall erleichtern und ich müsste nicht gucken, wie ich jetzt jeden Pfennig irgendwie umdrehe, um meine Kosten zu bezahlen. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video liken würdet, wenn ihr es teilen würdet und wenn ihr natürlich jedem dieses Thema, dem das Ganze auch was bedeuten könnte, zeigt, also das Video zeigt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, bis dann. Ciao. Ach übrigens, für alle, die es interessiert, mein Reifen vorne hat nach 2 Tagen wieder 0,5 Bar Luftdruck verloren. Das heißt, damit stimmt auf jeden Fall was nicht. Das werde ich auf jeden Fall demnächst mal abchecken. Und dazu werden wir wahrscheinlich den Niklas besuchen gehen. Wer da Bock drauf hat, ja, gibt es demnächst wahrscheinlich auch bei mir auf dem Channel. Mal sehen, was dann dabei rauskommt, ne?